Hallo, hallo, mein Lieben, und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Es ist noch ganz früh am Morgen, deswegen auch bei künstlichem Licht und mit einigen Hustenanfällen, weil ich wieder die ganze Nacht gehustet habe. Was komisch ist, weil eigentlich huste ich nachts gar nicht. Naja, gut. Heute möchte ich euch gerne mal erzählen, auf einige Anfragen hin, warum wir in diesem Haus ja so einiges noch auf dem alten Stand haben. Ich habe euch ja gestern auch die Badezimmer gezeigt und habe euch auch öfter schon mal so das eine oder andere hier im Haus gezeigt, wo man sagen könnte, okay, da kann man vielleicht mal was Neues machen und neu investieren und ja, weiß ich nicht, zum Beispiel die Möbel neu oder die Küche hätte man auch noch mal neu machen können. Habe ich ja jetzt diese Ecke selber gebaut und wir haben die Fliesen drauf gemacht. Man könnte auch die Betten neu kaufen und alles schöner einrichten. Und darüber würde ich gerne einmal sprechen. Leute, die mir lange folgen, die wissen natürlich alles schon, aber es kommen ja immer wieder ganz viele dazu. Vielen Dank dafür und daher tauchen natürlich auch immer wieder mal die neuesten Fragen oder die neuen Fragen auf und darauf möchte ich einfach nochmal so ein bisschen eingehen. Erstmal ist es mir natürlich klar, dass man das hier alles richtig toll machen kann. Ja, zum Beispiel die Gardinen sind auch immer ein Aufreger. Oh, die sehen voll billig aus und genauso billig wie du, also genauso wenig wie du dafür bezahlt hast, genauso sieht es auch aus. Ne, ein großer Vorwurf. Zum anderen, ja, ihr seht ja immer meinen Struggle hier mit diesen Sesseln, die ich überhaupt nicht mag. Kauft ihr doch neue Sessel. Oder warum macht ihr nicht neue Badezimmer? Ich meine, man gibt so viel Geld für andere Dinge aus, dann kannst du einmal richtig Geld in die Hand nehmen und dann hast du das auch richtig. Und das ist natürlich auch alles richtig. Aber erstmal, es gibt zwei Punkte, warum wir das nicht machen oder warum ich das nicht mache. Zum einen bin ich kein Mensch, der schnell neue Dinge kauft, wenn ich die Dinge denn schon habe. Na, klar, ich hätte lieber eine Ecke und ich eine Sitzecke zum Beispiel, meine Beine hoch. Allein aus diesem Gesichtspunkt heraus könnte man natürlich neue Sessel kaufen. Ich bin ja auch schon immer dabei, zu überlegen, zu gucken, zu machen und zu tun. Ich habe auch lange überlegt, ob ich eine Ecke für die Küche kaufe, weil das ja doch wieder so eine Kompromisslösung ist. Wir haben auch schon ganz oft darüber gesprochen, die Badezimmer zu erneuern, zumindest die Toiletten. Die sind nämlich wirklich sehr alt und man kriegt sie auch gar nicht richtig sauber. Die hat so schwarze Ränder innen drin. Es geht einfach nicht weg. Die ganze Kloschüssel ist halt schon, na, so alt wie das Haus hier, würde ich mal sagen, ja. So, der erste Gesichtspunkt ist dabei, warum ich das nicht mache. Ich bin kein Mensch, der Geld für unnötige Sachen ausgibt, ja. Das muss man einfach auch so sagen. Geld, was man übrig hat, brauchst du bestimmt mal wieder, ja. Wir sind halt keine ein altes Ehepaar, die alles für sich alleine zur Verfügung hat und damit machen kann, was sie wollen. Sondern wir haben, Alhamdulillah, eine große Familie und jeder braucht mal irgendwas. Das ist halt bei uns so. Das, was wir haben, geben wir gern für die Kinder aus. Und das, was die Kinder haben, geben sie dann auch wieder für uns aus. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen, je nachdem, wer nicht so viel hat in der Familie. Und das kommt immer vor, ja, den gibt man da. Und für solche Zwecke ist mir das Geld, welches wir haben, viel wichtiger als dafür, dass ich es ausgebe für Dinge, die sehr teuer sind. Und dann habe ich wieder 2, 3 Monate, bin ich dann sehr knapp und muss überlegen, wenn dann mal was dazwischen kommt, dann ist es wirklich gar nicht gut. Das ist bei uns auch schon sehr oft der Fall gewesen. Ja? Insofern hat man von Kind auf an, würde ich auch sagen, bin sehr sparsam erzogen worden, ja. Es war nicht so, dass wir nichts hatten, aber es ging uns gut, Alhamdulillah, in meiner Kindheit. Aber meine Mutter war geschieden und natürlich hat sie das Geld alleine verdient. Es war auch da nicht immer so, dass man viel hatte, aber es ging uns sehr gut, ja. Alhamdulillah. Und insofern bin ich trotzdem so aufgewachsen, dass man eben sein Geld zusammenhält, dass man Dinge aufbraucht, dass man sie nicht wegschmeißt, sondern dass es immer noch eine Verwendung dafür gibt. So, ja, ich bin schon mal von Kind auf so erzogen worden. Es liegt mir im Blut und
Es macht mir auch Spaß, aus Dingen, die man hat, etwas Neues zu machen, etwas kreativ zu überlegen, wie kann man aus diesem alten Gegenstand wieder etwas Schönes machen. Ja? Fällt mir sehr schwer, etwas wegzuschmeißen, wenngleich ich es tue. Ja? Also wenn ich sage, das Ding liegt im Weg, dann schmeiße ich weg. Ich habe bestimmt in meinem Leben schon 3, 4 Haushalte einfach so weggeschmissen, weil man dafür einfach keine Verwendung hatte. Aber es blutet jedes Mal im Herz. Warum 3, 4 Haushalte weggeschmissen? Weil, kann ich euch auch sagen, die Kinder werden alle erwachsen und dann ziehen sie aus und bilden einen eigenen Hausstand. Und wenn wieder irgendetwas kommt im Leben, dann kommen die wieder zurück mit dem ganzen Hausstand. Und dann liegen alle Möbel rum, Klamotten, Mass. Oder ich habe mich dann dazu entschlossen, eben keine Kinder mehr zu bekommen. Das heißt, ich habe alle Kindersachen in den Müll geschmissen, was ja bei so vielen Kindern, Alhamdulillah, viel ist, ne? Und dann würde ich doch wieder schwanger und dann muss ich doch alles wieder kaufen. So. Dann kommt noch dazu, dass wir ja auch öfters mal umgezogen sind. Bis wir in unser Haus gezogen sind, hatten wir ja auch schon 2 Wohnungen vorher. Und das passte alles nicht, ist alt geworden. Man will ja dann doch was Neues. Dann hat man vieles weggeschmissen, nur noch das, was eben passte. Alles wieder neu, nach der Zeit gekauft, nicht alles auf einmal. Wer kann das schon? Wir haben auch lange ein Jahr fast auf einer Baustelle gelebt in dem Haus. Mein Mann bastelt sehr viel, er baut sehr viel selber. Ne? Und dann sind wir aus dem Haus raus aufs Dorf gezogen, ihr erinnert euch. Reste mitgenommen, ganz viel in unser großes Lager gestopft, um eben nicht so viel wegzuschmeißen, damit man immer mal gucken kann, was kann man dann noch gebrauchen. Unser Lager ist einfach proppevoll gerade. Und was auch eigentlich Blödsinn ist, war vieles davon. Ich habe da mindestens 20 Säcke Klamotten mit Taschen und Schuhen jetzt im Dorf liegen. Aber was nützt das? Weil da sind Ratten. Ja, Ratten, Mäuse, logisch. Das ist ein Stall, das ist eine große Scheune. Und das verrottet sowieso. Das ist eh alles Müll. Aber wenn es nicht sein muss, wenn ich dafür noch Verwendung hätte und die sind eigentlich noch alle gut, die Sachen, die da sind, dann kann ich sie nicht wegschmeißen. Und ich hatte aber auch keinen Lagerplatz, also steht das da. Vielleicht ist ja auch keine Ratte oder Maus rangegangen. Man weiß es nicht. Ne? Ich habe lange nicht geguckt, ich weiß es nicht. Nun gut, Sachen wegzuschmeißen, ich kann es, aber mache es sehr ungern. Und neu kaufen tue ich tatsächlich auch nur dann, wenn es günstig ist. Entweder kaufe ich etwas qualitativ Hochwertiges, dann muss es auch runtergesetzt sein oder es muss zumindest im Preisrahmen sein. Oder man braucht es wirklich jetzt, wie eine Matratze. Ja, also eine Matratze kaufst du ja unter Umständen nur 1, 2, 3, 4 Mal. Wenn es ein richtig teure ist, da bin ich jetzt wirklich sehr am Überlegen, weil meine Gesundheit das schon sagt, dass man das jetzt machen soll. Oder orthopädische Schuhe bin ich am Überlegen, ob ich sie kaufe. Ja, weil ich wirklich Schmerzen habe mit diesen Billo-Schuhen. Aber ich habe mein ganzes Leben Billo-Schuhe getragen. Ja, wirklich lang. Hat mir meine Füße vielleicht kaputt gemacht, kann alles sein. So ist es aber eben. Ich mag es nicht so gerne, unnötig viel für Dinge auszugeben. Man sagt dann, okay, teure Dinge, da kaufst du dann nur einmal. Und wenn du billig kaufst, kaufst du zweimal. Das kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Wirklich gar nicht. Weil ich habe so viele teure Dinge schon gekauft und die sind einfach nur Kacke. Ja? Also es das stimmt einfach nicht. Klar, vielleicht ist die Qualität besser, vielleicht stimmt es auch zu 50%, mag alles sein. Aber wenn man gute Sachen, kann man auch günstig kaufen. Man muss dann nicht so teuer werden. Wenn man dann aus anderen Perspektiven drauf guckt, ist auch das Teure meist nicht so hergestellt, wie es angegeben wird. Ne? Nur mal so viel dazu. Und warum wir jetzt hier auch in diesem Haus nichts machen, weil das ist ja eine Investition, das ist auch nicht so schlimm, selber zu machen vielleicht, weil man kann ja Holz kaufen, kann viele Dinge selber hier renovieren, restaurieren, das ganze Badezimmer oben, ihr wisst, das Badezimmer ist kaputt, die ganzen Fliesen müssen raus, muss alles neu an den Wasserleitungen, müssen neu verlegt werden, wahrscheinlich, bis das Loch gefunden ist, man weiß immer noch nicht genau, woran es überhaupt liegt, es leckt durch die Decke durch, deswegen sind die Wasserdinger oben abgestellt, die Wasserhähne, und wir benutzen das einfach gar nicht oben, können es nicht benutzen. Warum wir das alles nicht machen, weil wir nicht wissen, wie es hier weitergeht. Ich habe euch erzählt, wir haben hier eine, bekommen eine Autobahn direkt vor die Tür. Wir wissen auch gar nicht, wie genau das Ganze plantechnisch vonstatten geht. Das war lange Zeit gar nicht bekannt. Inzwischen wird es sicherlich so sein, dass da schon genaue Pläne sind, dass man genau weiß, wie, wo, wann, was das funktioniert und wie es aussehen wird.
Aber lange, egal wie es auch sein wird, hier wird eine Autobahn vor die Tür kommen. Und ob dann dieses Haus für uns in irgendeiner Art und Weise weiterhin akzeptabel bleibt, das ist ja wirklich sehr fraglich. Ja? Zumal wir sowieso eine Veränderung gerne möchten. Ich bin sehr zufrieden in Alanya. Ich mag Alanya sehr gerne, aber es ist dieser Ort hier ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Ja? Und vielleicht wird es der Ort, den wir uns vorgestellt haben, wenn die Autobahn kommt. Ja? Nämlich, dass das Einsame weggeht, dass man mehr Action hier vor der Tür hat, dass nicht so ruhig ist. Ja? Aber vielleicht wird es auch zu laut. Ne? Das kann ja auch alles sein. Jedenfalls, wir wissen gar nicht, was wir hier mit diesem Haus machen. Es steht ein Verkauf an, es steht ein Neubau an, es steht auch einfach, es bleibt alles, wie es ist an. Einfach nur renovieren, restaurieren, wie auch immer. Nur bis diese Entscheidung getroffen ist, machen wir hier nicht so viel. Wir machen halt immer mal ein Stück. Wir haben ja jetzt die Grillecke gemacht, obwohl wir noch nicht genau wissen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Da war aber auch noch gar nicht angedacht, dass die Autobahn so schnell kommt, weil diese Autobahn war schon seit 4 Jahren, ist sie schon im Gespräch, seit 4,5 Jahren, seit 5 Jahren und nichts ist passiert gefühlt, ja. Dass das irgendwann mal kommt, wusste man natürlich, aber dass es jetzt doch wahrscheinlich so schnell geht. Der Pascha guckt hier durchs Fenster. Damit hat man dann auch nicht mehr gerechnet. Ist aber auch nicht schlimm. Das musste gemacht werden. Das wollten wir machen, dass wir da so eine kleine Grillecke haben, eine Sitzecke haben. Der Pool musste neu gefliest werden. Auch das musste sein. Auch wenn es jetzt vielleicht irgendwann so weit ist, dass man da dass man dann sich anders orientiert, ist es ja trotzdem erstmal gemacht und diese Entscheidung muss erstmal gefällt werden. Da fragt mich, warum trefft ihr denn diese Entscheidung nicht, weil es eben nicht so einfach ist. Ja, wir haben gar nicht die Zeit oder mein Mann hat gar nicht die Zeit, sich das auch richtig zu überlegen. Um zu solchen Entscheidungen zu finden, müsste man tatsächlich dann auch erstmal gucken, was man selber denn so möchte. Ja, bleiben wir erstmal hier oder bleiben wir für immer hier oder pendeln wir weiterhin? Das ist bei uns ganz spontan, das ist typisch für uns. Wir entscheiden das ganz ad hoc. Entweder, das kann sein, dass nächste Woche schon eine Entscheidung steht, kann sein, dass heute schon eine Entscheidung fällt. Kann auch sein, dass diese Entscheidung gar nicht fällt oder dass sie in ein paar Jahren fällt. Allah büyük, Allah ist groß, wir wissen es nicht. Und wir lassen es auf uns zukommen. Wir sind keine Menschen, die das alles schon Jahre vorher planen, sondern wir lassen uns das Leben spontan die Entscheidung treffen und fällen. Und das wird schon irgendwann, machen wir das schon. Und mit dem Badezimmer, mein Gott, wen stören zum Beispiel? Na, wen stören die Badezimmer? Es ist ein altmodisches Badezimmer, okay. Stört mich aber überhaupt nicht. Hauptsächlich habe ich meine Schränke da drin. Toilette ist allerdings kacke. Das würde ich gerne ausgewechselt haben. Das ist ja auch nicht schlimm. Das ist schnell gemacht. So eine Schüssel kostet, weiß ich nicht, 150 € oder so. Dann macht man das. Ja, dann hast du eine bequeme Toilette und eine, die man auch richtig sauber machen kann und so. Ja, und insofern, das werde ich wahrscheinlich machen. Ob wir die Badezimmer oben dann tatsächlich noch machen werden, das weiß ich nicht. Das ist viel Arbeit. Die ganzen Fliesen müssen raus und das muss alles neu verfließt werden. Das sind auch wieder ziemliche Kosten von der Arbeit abgesehen. Das kann mein Mann ja selber, aber es ist halt trotzdem Geld, ne, was du da wieder reinsteckst. Und das ist tatsächlich ein wenig unnötig und auch viel Mühe vielleicht für etwas, wo wir vielleicht erstmal die Entscheidung treffen müssen. Aber trotzdem, auch wenn man hier lebt, also ich hätte gerne eine Isolierung am Außengebäude gehabt, damit ich eben im Winter das ein bisschen warm habe. Es muss ja auch gut bewohnbar sein. Also Dinge, die gemacht werden müssen, die machen wir oder die wir machen wollen, machen wir auch. Aber wir fangen jetzt nicht an, hier alles neu umzubauen, ja, und hier neue Möbel vielleicht noch so toll einzurichten. Diese Möbel sind okay, man kann drauf sitzen, das ist doch alles, was man braucht. Ich kann auch meine Beine hoch machen. Klar, wenn ich irgendwie eine schöne Sitzecke finde und sage, okay, ich stecke jetzt das Geld da rein, die kann man ja auch mitnehmen, egal wo man hingeht, das ist dann noch machbar. Ob ich dann ein neues Badezimmer machen will, kannst du bei uns auch nicht wissen. Ich sage jetzt, ich mache es nicht, aber vielleicht juckt es uns in den Fingern oder machen wir das doch. Man weiß es alles nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dahergehe und dieses Haus hochmodern einrichte, ja, was natürlich für uns gar nicht so unmöglich ist, weil man eben alles selber machen kann. Ja, er kann ja hier
das Schönste der schönsten Sachen die einrichten und machen und dies und das. Aber das ist auch trotzdem alles Geld, Mühe und Arbeitsaufwand, den wir vielleicht gar nicht mehr reinstecken wollen. Ja, wir müssen halt gucken auch, das ist auch nochmal meine große Sorge überhaupt. Mein Mann sagt ja, das ist Quatsch, aber ich habe die Sorge, dass das so laut wird hier, dass man tatsächlich, dass man sich nicht mehr wohlfühlt, ja? Dass man isoliertechnisch noch viel mehr machen muss, vielleicht neue Fenster, natürlich die Außenisolierung, das ist, muss gemacht werden, das finde ich jedenfalls, dass es gemacht werden muss, weil der Winter halt ist, im Sommer wäre das jetzt nicht schlimm, aber im Winter finde ich das sehr wohl wichtig, dass man eine gute Isolierung hat, damit ich nicht so viel Heizenergie brauche. Aber gut, das sind alles Dinge, die wir machen oder auch nicht machen. Aber ihr werdet hier wahrscheinlich keine hochmoderne Einrichtung finden, obwohl es sich lohnen würde, das zu machen. Ja, das sind halt diese Überlegungen. Wir versuchen mit den Mitteln, die wir hier haben, ich finde das in Ordnung. Es ist so eine Ferienwohnungartige Einrichtung der damaligen vor 20 Jahren, ist mehr alt, älter ist das Haus vielleicht gar nicht, ich denke mal, dass es 20 Jahre alt ist, der damalige Einrichtungsstil. Es haben ja wahrscheinlich ältere Leute gewohnt, die dementsprechend auch ihren Geschmack hier verwirklicht haben. Und das ist ja auch in Ordnung. Man kann hier gut rumspielen, würde ich mal sagen. Ich kann mit ganz vielen Sachen experimentieren. Man kann da was neu machen, hier anmalen, da wegschmeißen oder neu gestalten. Das sind so unsere Sachen. Wir sind keine Menschen, die jetzt 50.000 Euro in die Hand nehmen oder 30.000 und komplett das ganze Haus oder die ganze Wohnung schön machen. Ja, das kannst du machen, wenn du weißt, dass du hier für immer und ewig bleibst oder dass du verkaufstechnisch hier was auf Vordermann bringen willst. Das haben wir ja auch überlegt mit der Grillecke und vielleicht verkaufen oder so, aber im Moment steht das alles gar nicht an. Und insofern bleibt erstmal alles so, wie es ist. Und dass ich jetzt keine teuren Sachen kaufe, ich glaube, dafür müsste man mich gut kennen. Weil einfach das Geld, was man hat, für Dinge ausgegeben werden müssen, die wichtiger sind. Ja, es ist einfach, wie es ist. Ja, es geht da auch oft um existenzielle Dinge. Nicht nur bei uns, sondern auch bei der Familie. Und wenn man eben eine Großfamilie ist und wenn man die Kultur lebt, in der wir uns befinden, dass nämlich alles ein Topf ist, Kinder, wir und alle, zumindest, dass man gegenseitig, wenn Not am Mann ist, immer wieder gibt und auch nimmt. Ne? Du willst gar nicht in Abrede stellen, auch wir nehmen, wenn wir brauchen. Und fordern auch ein, genauso wie eingefordert wird und wir geben, dann muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass wenn ich jetzt hier sehr viel Geld reinstecke, das einfach dann fehlt. Ja? Und man dann tatsächlich auch mal in Schwierigkeiten kommen kann. Ich glaube, das kennt jeder, das weiß jeder und dementsprechend sind wir schon immer so gewesen, dass wir nur das Nötigste kaufen, nur das Nötigste uns anschaffen an neuen Dingen, versuchen mit dem, was man hat, auszukommen. Ich glaube sowieso, dass wir in einer solchen Wegwerfgesellschaft leben. Wenn ich mal hier so, gerade hier so in Alanya, ne, ist das so, wenn du mal an den Mülleimern vorbeigehst, was da alles liegt, ja, das sind alles neue Sachen, die die Menschen einfach entsorgen und nicht mehr brauchen, die sie neu gekauft haben, gefühlt und oder zumindest noch sehr, sehr gut sind. Ja, na klar, man kann wegschmeißen, soll man ja auch sich von unnötigem Ballast trennen, aber es ist alles Geld, was da rumliegt. Menschen haben dafür mal sehr viel Geld bezahlt und warum muss es denn jetzt ein neuer Schrank sein? Es kann doch der alte genauso gut seinen Dienst erfüllen. Ja? Und wenn er kaputt ist, dann kann man ja versuchen, ihn zu reparieren. Das ist ja, bringt doch auch Spaß, sich damit zu beschäftigen, mit dem, wofür man mal Geld ausgegeben hat, das wieder zu restaurieren, das wieder hübsch zu machen. Aber die heutige Gesellschaft ist so anspruchsvoll geworden, dass alles schick, hundertprozentig und toll aussehen muss. Man will zeigen, was man hat. Man will angeben vor
der eigenen Familie, vor den Freunden, vor der Welt da draußen, will zeigen, was man sich erarbeitet hat, was man sich leisten kann. Und vieles von den Dingen, die man dort zeigt, ist ja noch nicht mal das eigene Geld, sondern sind ja Kredite, die man gemacht hat, sind ja Dinge, die man auf Kredit kauft oder die man sich leiht von Freunden und Familie. Ja, ich bin jetzt umgezogen, ich musste mir neue Sachen kaufen. Ja, ich habe ja gar nichts, obwohl da ein Bett ist und ein Schrank, keine Ahnung. Also man kann auch aus alten Dingen vieles Schönes neu machen und es kann auch wirklich Spaß bringen. Und das ist unser Anspruch. Natürlich ist es für uns auch einfach, 20.000 Euro, 30.000 Euro in die Hand zu nehmen und einfach mal alles einrichten zu lassen und dann, ha, guck mal, was habe ich hier Schönes alles und wie toll sieht das aus. Ja, und es ist auch ganz leicht dann mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die das anders machen, ne? die eben wenig haben oder die das nicht machen können oder wollen und zu sagen, warum kaufst du dir nicht einfach was Neues? Wie kann man so geizig sein? Willst du es mit ins Grab nehmen oder willst du es mit dahin nehmen? Wird ja dann auch oft gesagt. Ja, was willst du denn damit? Das ist nicht unsere Lebensweise. Ja, es ist eben für uns wichtig, nicht so viel Geld auszugeben. Auch wenn ich dafür immer wieder kritisiert werde. Ja, ich sei geizig, ich würde mir nichts kaufen, nichts gönnen. Vielleicht ist das so, vielleicht muss ich das unterschreiben, aber es ist ja nicht schlimm. Ich gebe Geld gerne für wichtige Dinge aus, für Dinge, die wirklich wichtig sind, aber ich gebe für mich selbst möglichst wenig aus. Ja, auch wenn man dann sagt, ja, du musst es dir ja auch gut gehen lassen, du musst ja auch für dich was tun, das sehe ich nicht so. Also ich bin kein Mensch, der sich gerne was Gutes tut, indem ich Sachen kaufe. Was sein muss, kaufe ich. Und wenn ich mal was mag, dann kaufe ich das auch. Ist ja nicht so, dass ich das nie mache. Ja, gibt ja auch bei mir Sachen, die ich mir mal wünsche und die ich gerne hätte, obwohl es unnötig ist. Ja, das gibt es ja durchaus auch. Aber ich glaube und ich hoffe, ich habe verständlich rüberbringen können, was ich sagen wollte. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.